Hallo, Flavio Simonetti hier. Dieses Video wird ein ganz besonderes Video. Das siehst du im Hintergrund, nämlich jetzt die Küche. Und ich werde eine ganz leckere Muskelaufbau-Mahlzeit machen. Ich mache diese Mahlzeit, weil ich die irgendwie in letzter Zeit selber sehr oft esse. Die schmeckt mir sehr gut und ist super gesund. Und zwar besteht sie aus Brokkoli, Zucchini, Auberginen, Paprika, Zwiebeln, Knoblauch und 300 Gramm Pute. So, wir fangen als allererstes mit dem Gemüse an, wo am längsten braucht. Und zwar Brokkoli und Zucchini. Für die Brokkoli nehme ich eine halbe, schneide ich hier in der Mitte durch. Den Rest lasse ich einfach da liegen. So, ich schneide ich schön klein in Stücke, dass es nicht zu lang dauert. Als nächstes kommt Aubergine, da nehme ich ungefähr eine halbe. Die schneide ich in kleine Stückchen. Als allererstes in Scheiben. So, anschließend kommt noch Zucchini. Schön in Scheiben geschnitten. Danach kommt die Paprika. Einschneiden. Und dann auch wieder in kleine Stücke. Und das auch wieder in die Pfanne. Nachdem ich alles Gemüse reingetan habe, schneide ich jetzt die Pute in kleine Streifen und die kommen auch in die Pfanne. Am Schluss schneide ich noch die Zwiebel in kleine würfelförmige Stückchen. So, nachdem die Zwiebel geschnitten ist, kommt die auch rein. Du siehst nun die Pfanne, die ist mit allem Gemüse, was du brauchst, und der Pute drinnen. Die decke ich nun ab für die nächsten 10 bis 15 Minuten und rühre ab und zu alle 5 Minuten der Zwischenzeit nochmal um, dass nichts verbrennt. Die Hitze würde ich nicht zu hoch machen, mittlere Stufe am besten. Nach 10 Minuten schneiden wir ungefähr den Knoblauch. Also es sollte ungefähr 10 Minuten bereits drin sein, das Essen, und schön kochen. Und dabei nochmal schön umrühren. Sobald der Knoblauch drin ist, kann man auch Salz und Pfeffer reintun. Wenn man merken sollte, dass die Brokkoli schön al dente sind, also nicht zu hart und nicht zu weiß, sondern schön angenehm in einem richtigen Härtegrad, also dass man schön reinbeißen kann. Und dann sollte man auf jeden Fall Soja dazu tun. Ich habe hier mal Soja gekauft. Diese Soja hier ist ganz normale Soja. Siehst du es hier? Das habe ich, glaube ich, beim Discounter irgendwo gekauft, Lidl, Aldi, weiß ich nicht mehr. Und das tust du dann, während es weiter kocht, in die Pfanne dazu, dass es ein bisschen Geschmack annimmt. Man sieht also, dass die Menge etwas weniger geworden ist, dadurch, dass es jetzt alles verdampft ist. Und so sollte man ungefähr schauen, dass es fertig ist. Also das Fleisch soll auf jeden Fall durch sein. Brokkoli sollten al dente sein und Sojasauce sollte ein bisschen verkocht sein, dann ist es natürlich optimal. Man sollte nicht sofort, nachdem die Sojasauce drauf ist, die Pfanne rausnehmen. Einfach noch ein bisschen hochdrehen und die letzten 2-3 Minuten noch ein bisschen ziehen lassen. So schaut dann die fertige Muskelaufbau-Mahlzeit aus. Wenn du in der Aufbauphase bist, solltest du auf jeden Fall noch Reis dazu tun.
und kannst den Reis mit Soja ein bisschen geschmacklich verstärken. Ansonsten, wenn du abnehmen willst oder wenn du eine andere Ernährungsweise hast, dann kannst du das einfach nur so essen. Du hast also hier eine gesunde, leckere Mahlzeit, die wirklich sehr gut schmeckt. Ich wünsche dir viel Spaß. Wenn du mehr Infos von mir haben willst, kannst du hier oben den YouTube-Newsletter abonnieren. In den gelben Button einfach auf Abonnieren klicken und du kriegst jedes neue Video von mir. Wenn du einen sofort anwendbaren Muskelaufbau-Kurs sehen willst, dann gehst du einfach auf naturalen-bodybuilder.de und dann kannst du auch einen kostenlosen Muskelaufbau-Kurs von mir bekommen. Den Link siehst du auch hier oben. Ich hoffe dir also ein bisschen geholfen zu haben, dass du wieder neue Ideen hast und neuen Spaß, Muskeln aufzubauen. Und ich wünsche dir viel Erfolg. Bis zum nächsten Video. Dein Flavio Simonetti.